ho, ho, meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen beim 16. Türchen meines Highlights Adventskalenders. Heute mit einem ganz besonderen Highlight aus diesem Jahr, einem roten Highlight. Und zwar After the Fire von Will Hill. Ein Buch, wo ich so die Befürchtungen hatte, kann es mich begeistern, kann es mich flashen, in welche Richtung geht es, und ich umso happier war, dass es mich total in den Bann gezogen hat. Wir haben hier eine junge Frau, Moonbeam, die uns im Grunde ihre Geschichte auf zwei Zeitebenen erzählt. Es gab nämlich einen Brand und sie erzählt uns die Geschichte, was es in dieser Sektengruppe vor dem Brand auf sich hatte, und sie selbst ist aber aktuell in der Psychiatrie und erzählt eben ihren Therapeuten die Geschichte von davor. Gleichzeitig bekommen wir eben auch die Geschichte nach dem Feuer. Und zum einen ist die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt, was es für mich ganz besonders stark gemacht hat. Denn wir sind eben in ihrem Kopf und wir erfahren, wie sie Dinge in dieser Sekte, in dieser Glaubensgemeinschaft wahrgenommen hat, welche Ungerechtigkeiten sie entdeckt hat, was sie zum Nachdenken angeregt hat, wie ihre Familie, wie sie dazu steht, ja, weil sie im Grunde jetzt auch mehr oder weniger alleine dort war, erzählt uns eben auch die Vergangenheitsgeschichte ihrer Familie, und dann eben sind wir auch dabei, wie eben Therapeuten mit ihr arbeiten, sprechen, wie sie vernommen wird von der Polizei, und natürlich sind wir dann eben auch in ihrem Kopf und erfahren eben auch Dinge, die sie nicht dem Therapeuten erzählen und warum sie das nicht tut. Es ist unfassbar spannend, wie ich fand. Es ist großartig erzählt und es ist natürlich auch ein gewisser Horror, sage ich jetzt mal, es ist vielleicht das falsche Wort, aber diese Vorstellung, was eben in so Glaubensgemeinschaften passieren kann und warum das passiert und welche Menschen daran beteiligt sind und was Menschen zu so etwas hinzieht, das war faszinierend, das war ganz toll von Will Hill ausgearbeitet, es war nachvollziehbar, die Menschen waren nicht einfach irgendwie dumme Menschen oder die irgendwie alles verloren haben, sondern es waren Menschen, die wie wir im Grunde, die einfach mitten im Leben stehen und die sich dann auch irgendwann dazu bewusst entscheiden und das auch gut finden, was passiert, und auch diesen Wechsel gut finden. Und natürlich hat es irgendwo etwas, ja, Dystopisches. Allerdings ist es eben nur eine Gemeinschaft und nicht die komplette Zukunftsversion. Und ja, diese Mischung aus dem davor und dem danach fand ich einfach unglaublich gelungen. Also das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, im Kopf dieser jungen Frau zu sein, die eben durchaus auch schon kritisch gegenüber der Glaubensgemeinschaft steht, aber natürlich auch selbst Angst hat, wie man über sie denkt, weil sie eben ein Teil davon war und vielleicht auch einfach Dinge ins Rollen gebracht hat und wie dann die Außenwelt darüber denkt und auch wie ihr Außenbild geschärft wurde und warum sie dann eben auch kritisch ist. Das ist wunderbar erzählt von Will Hill. Es war spannend, es war packend, es war richtig, obwohl es so im kleinen Rahmen war und man auch wirklich im Kopf unserer Moonbeam waren, war das irgendwie so groß. Und man hat diese Glaubensgemeinschaft kennengelernt und diese Gedanken, die dahinter stehen, und auch wie einem das eingetrichtert wurde, wie man zu glauben hat, was man zu glauben hat, warum man jemanden folgt. Und das war so erschreckend zu sehen. Und natürlich ist man sich darüber bewusst, dass das tatsächlich in unserem Leben, in unserer Mitte im Grunde auch passiert. Aber es war natürlich schon ganz schön... Entschuldigt, hier kommt der Crasher. Aber es war eben einfach so unvorstellbar, dass das so passieren kann, und umso schöner und faszinierender war es, das dann tatsächlich auch einfach zu lesen. Der Stil von Will Hill hat mich auf jeden Fall absolut in den Bann gezogen und konnte mich absolut begeistern und fesseln. Auch für mich ein absolutes Highlight, weil ich es natürlich in zwei Nächten oder Tagen absolut verschlungen habe, es absolut genossen habe, es zu lesen und wirklich große Freude an der Geschichte von Moonbeam hatte und es eben... ja, schon irgendwie ein gewisser Horror für mich ist, so eine Glaubensgemeinschaft und wie manipulativ diese Menschen auch sind und gleichzeitig dann eben doch auch, ja, wie man daraus vielleicht wieder rauskommt und welche Gedankengänge man da einfach hat und wie merkwürdig vielleicht auch unsere Gewohnheiten und Angewohnheiten und unser Denken für andere irgendwie ist. Es war faszinierend, ich fand es sehr tiefgründig, ich fand es sehr düster, sehr dunkel, aber eben auch irgendwie doch irgendwie so ein bisschen hoffnungsschimmerig. Und also ja, ich fand es gut. Ich fand es großartig. Ich bin sehr happy, dass dieses Buch bei mir eingezogen ist. Ich habe es ursprünglich als E-Book gelesen, habe es dann ertauscht, hatte da sehr viel Glück und bin total happy, dass das in meinem Regal steht. Und ich fand es wirklich Hammer. Hat mir großartig gefallen. Ein wirklich großes, großes Highlight in diesem Jahr. Und das war es jetzt auch schon. Das 16. Türlein.
hinein schon in diesem Adventskalender. Das heißt ja theoretisch zwei Drittel. Rechnen ist nicht gerade meine Stärke. Zwei Drittel haben wir schon geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem 16. Türchen. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.